Freunde, neue Runde, neues Glück. Wir gehen rein. Part 2 Community Kopfbau. Der erste Part war schon ganz, ganz wild. Und jetzt geht's weiter. Als erstes gucken wir uns das Video von Marcel, aka Senpai, an. Attacke. Servus Marvin. Hallo, guten Tag. Die Shisha-W-Community. Heute zeige ich euch mal meinen Kopfbau. Und zwar mit einer Pro-Challenge. Und zwar der Get Some Rest Challenge. Oh ja, ich freue mich schon richtig, gleich auf dem Boden zu liegen und den Kopf zu bauen. Mashallah. Ja, also die Get Some Rest Challenge war, man muss sich auf den Boden legen und muss dann einen Kopf bauen. Ist natürlich ein bisschen ausgefallener, ne? An der Stelle. Aber bevor wir dazu kommen, zeige ich euch nochmal mein Shisha-Setup. Ich habe eine einzige Pfeife schon seit knapp 4 Jahren. Die aber reicht mir solide. Persönlich auch völlig aus. Das ist es halt, ne? So, wenn jemand happy ist mit der Pfeife, die er hat, fein so. Wenn die läuft, wenn die dicht ist, wenn die sauber ist, oh gut, so muss ja nicht jeder 10 Pfeifen haben oder 100. Das ist eine The Hookah Black Mamba. Sind wir direkt mal bei den Köpfen. Habe ich auch nur 6 Stück. Und zwar... 6 Stück und 3 Oblakos. Geil. Habe ich da einmal den Lashlip. Ui. Einmal den Lidlip in Rot-Schwarz. Nein, beim ersten Mal war es besser. Beim ersten Mal haben wir es besser hinbekommen. Dann habe ich einmal in komplett blau so eine Killer Bowl von Oblako. Dann haben wir ein Oblako L. Dann haben wir noch ein Oblako M. Ey, Senpai, sind die alle damals aus der wilden Oblako-Phase noch? Und zu guter Letzt den Moon Funnel, und in dem werde ich heute auch bauen. Dann lege ich den schon mal weg. Sonst traue ich auch noch immer mit meinem Callout 1 plus Niris. Habe ich auch nur einen. Der ist auch ein bisschen dreckig, aber... Ja, wenn der 4 Jahre lang durchhalten musste, Digga. Ne? Ich war halt bis gestern Abend noch im Urlaub. Und ja, da haben wir den halt 2 Wochen lang draußen liegen haben, weil wir angeln waren. 2 Wochen Angelurlaub? Wild. Mache ich irgendwann noch sauber, aber jetzt hatte ich irgendwie gerade gar keine Lust drauf. So, ansonsten haben wir noch hier so eine... Das ist genau meine Gabel. Billige 5 Euro Amazon Kopfbaugabel. Also die zwei... Die gibt's by the way auch irgendwie für 2 Euro auf AliExpress und sowas. Also falls ihr die geil findet und da Bock drauf habt, ne? Werden wir heute auch rauchen. Das ist einmal der Almassiva Sommer in Beirut. Und Alter, noch die guten 200 Gramm 16,90 Euro Dosen. Ich sterbe ein bisschen. Und der Holster Grape 2.0. Tatsächlich auch mein Lieblingsmix, mir gefällt halt vor allem. Da hat aber jemand noch ein bisschen was reingeschnitten, ne? Diese süße Zitrone und leichte Wassermelonennote vom Sommer in Beirut gemischt mit der nice saftigen Traube und der starken Minze vom Grape Mint. Geil. Genau, ich fülle die meistens auch immer in die alten Hukaindosen um, weil mir diese Metall Bodendosen nicht gefallen, weil da sind mir mal ein paar angerostet. Wenn man den Tabak länger da drinnen lässt, dann sind die nicht so geil, ja. Deswegen da drin so. Also, Sommer in Berlin, Sommer in Beirut und Holster Grape 2.0 wird. Einfach kurz Berlin Nights und Sommer in Beirut kombiniert. Heute geraucht, ansonsten habe ich noch Hukain Cactus Candy und noch ein Nightkiller von Almassiva. Dann haben wir noch ein Code in Love und ein Laos von Hukain beides. Das da ist richtig Schmutz. Das ist der Xmas Grape von Hukain. Entscheidungen wurden bereut, Bruder. Ach geil, da ist ja sogar der Berlin Nights. Der Christmas Grape oder Xmas Grape von Hukain. Schmeckt, finde ich, scheiße. Seit ist trocken. Schmeckt, finde ich, scheiße. 2 Jahren fliegt er bei mir rum, ja. Noch länger, vielleicht 3-mal geraucht, ekelerregend. Same, war auch gar ansonsten nicht meine Sorte. Ansonsten habe ich noch einen Berlin Nights und das sind irgendwelche 3 Türkentabaks, von denen ich auch nicht weiß, was genau das sein soll. Türkentabaks klingt ein bisschen falsch. Das hier oben ist auf jeden Fall ein Dark Blend, schmeckt aber irgendwie nach Kaffee, richtig ekelhaft. Und sonst ist es irgend so ein Berry Mix und das da unten, das waren so 5 Tüten, von die mein Onkel mitgenommen hatte. Hey, Smoke Island, Digga. Das ist Zeltstoff, das ist nicht mal Tabak. Hier steht sogar Inhaltsstoffe, Glycerin, Honig, Zeltstoffaroma. Aus der Türkei, da habe ich die einfach in eine leere Zeltstoffdose geschmissen und fertig. Gut. Also, ich weiß nicht, ob man seinen Schädel oben haben darf, wie ich jetzt gerade, deswegen... Ja, da gab es keine genaue Anleitung, wie der Schädel zu halten war.
versuche ich, so gut es geht, während dem ganzen Kopfbau, meinen Schädel am Boden zu lassen. Was ich noch gar nicht bedacht habe, da könnte man sich ja richtig einsauen, oder? Dann fangen wir jetzt erstmal mit dem Sommer in Beirut. Kräftig rühren. Ich sehe nicht, ob das gut gerührt ist, aber das ist ja was. Ein bisschen ist besser. Ach, die Pro-Challenges waren so eine tolle Idee. Salz, gar nichts. Ach, Mann. Schon eingesaut, scheiße. Sorry, Bro, sorry. So, ups. Dann Kopf her, Gabel her. Das ist wie so eine dumme Idee. Oh, das ist eine gute. Oder auch nicht, ist alles runtergefallen. Mutig ist er, mutig. So. Ich sehe jetzt gerade nicht, ob das... Digga, was habe ich mir bei dieser Challenge gedacht? Da muss noch ordentlich was her. Ich bin noch Overpack-Raucher. Oh, da wäre gerade fast eine dicke Ladung aufs Shirt gegangen, du. Na, was heißt sehr oft eigentlich immer Overpack? Ich weiß auch nicht, wie ich das hier jetzt, ob ich das hinkriege mit einem gescheiten Overpack oder nicht. Ich sehe nämlich eigentlich nichts. Mal hier seht ihr noch was gescheit. Quasi auch die Blind-Challenge mit drin. Zurückkommen. So. Ein bisschen tut's mir leid, ne? Für mich. Ganz okay aus. Ist etwas flacher als sonst. Aber das ist jetzt gerade egal. Hauptsache es wird nur ein gescheit rauchbarer Kopf. Na, sieht bis jetzt gar nicht übel aus, oder? So. Dann legen wir das ab. Schmeißen das schon mal hier rein. Und dann wird erstmal der Grape gerührt. Rühri, rühri. Man bräuchte eigentlich mal so eine ASMR-Version von Tabak umrühren, oder? Ist irgendwie geil. So. Dann, perfekt. Der arme Junge. Eingefingert. Oh. Hier. So. Oh, ich habe natürlich auch die GoPro ein bisschen geshaked. Wieder kurz anhalten. Hoffentlich bleibt die jetzt auch wieder stabil. Das ist gut aus. Ein klasse Aufbau, den ich habe. Sicher nicht so fluffig wie sonst, aber stabil. So. Ja. Dann diese Gabel hier. Und es klappt alles erstaunlich gut, ey. Ich hätte wirklich gedacht, ich schaffe euch ein paar größere Probleme zum Überwinden. Aber irgendwie macht ihr das zu gut. Muss ich mir das nächste Mal noch fiesere Challenges überlegen. Mann, das ist echt anstrengend. Oh, richtig Schumacko-Fatz, ey. So, ein, zwei noch. Das klingt wirklich wie ein halbes Workout, ey. Nein. Ach, Warte, ich hab's nicht gesehen. Komplett weggehauen, oder was? Das ist eine kleine... Nein! Ach... Oh, man hat's auch kaum gesehen. Mann! Jetzt ist mir natürlich diese ganze Gabel runtergeflogen. Sorry! Oh, das ist... Aber das Scheißendreck. Das sollte ja auch eine Challenge sein. So, jetzt aber... reinfallen lassen. Oh, die Seite sieht schon deutlich overpackiger aus. Von der Menge, wie man sagen, ist das ganz okay. Ich glaube, die Menge lasse ich so. Oh, Junge, ist das anstrengend. Die Dose macht gleich einen Abgang. So. Das sieht eigentlich ganz solide aus. Ich sehe natürlich jetzt gar nicht, ob ich den gut verteilt habe oder nicht. Ja, die eine Seite hat ein bisschen Schlagseite, aber also wenn der Overpack mag, Overpack ist es auf jeden Fall. Vom Funnelloch schon mal alles hier ein bisschen wegräumen. Oh, Junge, mein Nacken. Overpack ist crazy. Ja, ist gut Overpack. Ja, dann würde ich mal sagen, lasse ich den so. Ich sehe jetzt nämlich nicht genau. Es sieht gar nicht übel aus. Einmal hier. Und einmal nochmal hier. Ja, also wenn man Vollkontakt mag. Ich weiß jetzt nicht, wie gut er verteilt ist. Aber das sollte so eigentlich passen. Ein bisschen Tabak ist daneben geflogen. Oh, Digga. Oh, nee, ich sehe es auch schon, meine Hand sieht richtig eingesaut aus. Da war auch immer noch ein bisschen mehr Tabak. Aber ich muss sagen, ich bin recht zufrieden, ja, wie der jetzt aussieht. Nein, klar. Ist nicht perfekt, aber... Dabei baut man auch nicht eher auf dem Rücken liegenden Köpfchen, ne? Ist ja auch kein Standard-Kopfbau, so wie man ihn kennt, ne? Eben. Okay. Dass der so Overpack ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, das ist ein saftiges Overpack. Oh, schmeckt. Also, Freunde, es knistert bereits schön im Köpflein. Dann nehmen wir den Ein bisschen lauter machen hier.
Dann gucken wir mal, ob der Danke für dein Abo, Like ein Gin. Kurz fürs Abo. Dieses bei einem Overpack. Ja, wild. Aber das kenne ich ja schon. Ja, das lässt sich ja noch beheben. Oh. Eigentlich. Zug. Einmal anheben, einmal ansetzen wieder. Und okay, Zug weg. Ja, die Autoecke ist wirklich geil zum Rauchen. So ein riesen Couch draußen auf dem Balkon. Wild. Ja. Ist geil. Das läuft doch schon ganz gut. Durchzug geht jetzt auch fit. Ja, Rauchentwicklung. So, Freunde, das Köpfchen läuft jetzt eine knappe Stunde. Wie ihr seht, es ist schon recht dunkel. Deswegen weiß ich nicht ganz, wie das mit der Aufnahmequalität ist. Ich hoffe, das geht aber noch fit. Gucken wir uns jetzt mal die Rauchentwicklung an. Ich weiß, weiße Wand nicht das Beste. Aber ist ja jetzt erstmal Wurst. Ja, mittlerweile klingt das auch besser. Rauchentwicklung sieht auch gut aus. Für draußen rauchen bei dem Licht sieht stark aus. Aber gut, bei dem Overpack sollte das wohl auch besser gut rauchen. Rauchentwicklung. Na dann, Freunde. Das war's mit meinem kleinen Kopfbauvideo. Wild! Und? Ja, Kuss fürs Einsenden, Digga. Das hat erstaunlich gut funktioniert, würde ich sagen. Also wenn du sonst gerne Overpack rauchst, ein Overpack ist es geworden. Nice. Kuss. Als nächstes haben wir von der Lisa einen Community-Kopfbau. Und ich weiß tatsächlich gerade gar nicht mehr, welche Challenge oder ob das sogar Rookie, aber das werden wir gleich herausfinden. Hallo Marvin. Hallo, ich guten Tag. Ich bin Lisa aus Weimar. Ich hatte mich bei dir beworben gehabt für die Community-Kopfbau-Challenge. Und ja, du hast mir eine Mail zurückgeschickt, dass ich bei Family and Friends mitmachen darf. Ah, geil. Family and Friends Pro Challenge. Kurze Erinnerung. Da darf jemand anderes für euch bauen und ihr dürft aber Anweisungen geben. Also am besten natürlich jemanden nehmen, der nichts mit Shisha am Hut hat. Also irgendwie die Mami oder ein Papi oder vielleicht sogar die Omi oder irgendwelche Freunde, die normal nicht rauchen. Und die dann einen Kopf bauen lassen unter Anleitung. Und dafür habe ich halt ausgewählt meinen Arbeitskollegen und guten Freund, Robin. Hallo Robin. Aus Weimar, guten Tag, guten Abend. Robin ist tatsächlich über 30, raucht. Ist tatsächlich über 30, okay. Kurzer Shame an alle über 30, Digga, okay. Was war das denn, Lisa? Regelmäßig Shishas in Shisha-Bars bei mir. Freunden, weil er es selber gerne macht, aber sein Problem ist, er kann keinen Kopf bauen? Er hat keine eigene Shisha. Okay. Also Robin raucht Shisha, Robin kennt Shisha, aber er hat keine eigene und dementsprechend wohl hoffentlich auch relativ wenig Kopfbauerfahrung. Umso witziger wird das hoffentlich gleich für uns. Ich bin bestimmt faul. So was an Gelegenheitsraucher sei Dank. Ja, das sind halt andere Hobbys wichtiger und da gibt man eher, verstehe ich dich, was für aus als für das Shisha-Rauchen. Eine Schande, sage ich dir. Naja, aber wenn er häufiger ein Shisha-Bars raucht, also Robin, zu Hause musst du natürlich einmal ein bisschen was investieren, aber dann ist es deutlich, deutlich günstiger, zu Hause zu rauchen. Und du hast ja hoffentlich da jetzt noch Kopfbauen gelernt. Willst du sagen, dass Motorsport uninteressant ist? Nur so am Rande machen. Ich habe ungefähr 15 bis 17 Shishas und er hat gar keine. Der Shade an Robin. Ob die danach noch befreundet waren, du? Weiß ich nicht. Erst Altersshaming, dann Shisha-Shaming. Eine Schande. Zu Weihnachten kriegst du eine. Geil. Ja. Wann muss er? Deine Aufgabe ist es heute, nach der Spätschicht abends, 23.30 Uhr, Feierabendköpfchen bauen. Einen Kopf zu bauen. Oh, direkt Cosmo. Den wir rauchen können. Okay, ich glaube tatsächlich, es ist schlauer, mit einem Anfänger ein Mehrloch zu nehmen. Das ist ein Tonkopf, das weißt du ganz. Die letzten Aufnahmen, auf denen man beide zusammen gesehen hat. RIP. Genau, das ist ein Tonkopf. Eine ordentliche Cosmopol. Wichtig. Bestes Ding, was man haben kann. So, das zweite, was du dann zur Verfügung hast, ist natürlich der Shisha-Tabak. Da gibt's. Aber da steht doch Pfeifentabak drauf. Warum braucht man den denn in der Shisha? Bitte Pfeifentabak, Adalia, Pfirsich, Minze.
Marvin, ich weiß nicht, was du jetzt dazu sagst, ich weiß es nicht. Früher sehr gerne geraucht. Und schmeckt's. Früher sehr gerne geraucht. Dann hast du einen HMD. Dieser HMD kommt dann, wenn du dein Köpfchen gebaut hast, wird er hier oben drauf gesetzt. Und da kommen dann die Kohlen rein. Und zum Schluss... Robin ist noch sehr, 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 sehr skeptisch, Digga. Hast du noch eine Gabel mit einer Nadel dran? Das erkläre ich dir alles, wie das gemacht wird und wie das funktioniert. Ich finde, Lisa erklärt es ihm so richtig wie so eine Mami ihrem kleinen süßen Kind. So, mein kleiner. Anders lernt er nicht. Oha. Oha. Und danach, wenn du diesen Kopf gebaut hast und alles getan hast, dann rauchen wir den. Die hier oben auf meine Eva. Auf was? Wird das bitte hier oben auf meine Eva? Eva? Das ist ein Stimu. Sag mir nicht deine Pfeife am Namen. Ja, ich habe eine Stimulution Ultimate. Ich liebe sie. Ich nenne sie Eva. Sie heißt... Eva. Da wird die gute kommen. Eva, natürlich. So. Man muss dazu sagen, jede Shisha in ihrem gesamten Haushalt hat einen Namen. Lisa, du hast 17 Pfeifen und die haben alle Namen? Das ist richtig, schreibt Lisa im Chat. Das ist richtig. Ich könnte mir die nicht mal merken, Digga. Röhrig, Werner. Erika. Erika. Dann habe ich Elsa. Oh, Elsa ist cute. Elsa ist cute. Hildegard. Nein. Ey, Robin, hol doch mal die Hildegard. Wir machen heute die Hildegard an, Robin. Okay, das schickt mich gerade komplett auf ein anderes Level. Die Hildegard. Stippi. Stippi habe ich noch. Was Stippi? Also jetzt ist vorbei. Noch alles. Eckhart. Ist denn jetzt erstmal nicht da? Bleib bei der Sache. Bleib mir bei der Sache. Also, hier ist dein... Lisa, ich möchte bitte, wenn dein Video fertig ist, eine fertig gefertigte Nachricht im Chat sehen mit allen Namen von deinen Pfeifen. Timer, du hast jetzt 5 Minuten Zeit. Ich übergebe dir die Kamera, damit du von oben filmen kannst. Okay, also, let's go, Robin. Ich habe nicht erwähnt, was du aber auch noch zusätzlich beachten musst. Gewogen wird. Eine kleine Waage. Wichtig. Da ist der Kopf. Und du musst 21 Gramm darauf bauen. 21? Präzise mit dem Tabak. 21 Gramm Tabak müssen da drin sein. Locker fluffig gebaut zum Thema. Okay. So. Lisa weiß, was sie will. Ich stelle den Timer. Und let's go. Okay, 5 Minuten, top die Wette gilt. Ja, mach das auf. Robin, enttäusch uns nicht. Nimm die Gabel und rühr nochmal ordentlich um. Die ist ja fancy. Digga, Robin, deine 5 Minuten laufen jetzt. Hör auf, dir die Gabel anzugucken. Sagt man sowas heutzutage noch? Okay, ist gut. Weiter. Weiter. Lisa, sag weiter. Wenn du soweit bist. Robin, sag weiter. Tabak. Stell dich nicht wie der letzte Höhlenmensch an. Nimm den Tabak. Ich kann den auch nicht. Nein. Oh Gott. Oh Gott, why? 18 Gramm. Lisa, sag was. Lisa. Lisa, rede mit ihm. Hör auf. Ja. Hör auf. Nee. Hör auf, Robin. Achso, ich hab 19. Lisa, film dahin. Nimm die Gabel und mach noch ein bisschen was. Lisa, nimm die Kamera. 21 Gramm. Zu viel. Passt. Oh nein, nein, nicht drücken. Lisa, sag doch was. Sag ihm doch was. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Lisa. Lisa. Erstmal ein bisschen verteilen. Lisa. Und jetzt drehst du die Gabel um. Streich alles ab. Lisa, den frisst den da rein. Jetzt brauchst du die Nadel dazu. Es ist schon vorbei, Lisa. Machst die Nadel da rein. Aber ich hab den gerade zusammengedrückt gehabt. Nein, wir drücken den nicht zusammen. Aber Zigarettenwuchs ist genauso. Nee. Nein. Und jetzt baust du es langsam, stehst du rein. Digga, ich sterbe. Jetzt stichst du rein. Fimp, fimp, fimp. Stirb, Tabak, stirb. Luffig. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Nein.
Hab doch mal ein paar Gefühle. Lisa, jetzt sag ihm doch aber auch einfach mal, wie er es machen soll. 37 Mal in die Brust gestochen. Karl! Locker, fluffig bauen. In der Mitte sind Löcher. Das ist ein Lisa, der hat da 300 Mal mit dem Presslufthammer draufgeballert. Was für locker, fluffig! Ein Meerlochkopf. So. Okay, er rührt ein bisschen. Es wird besser. Es wird bisschen weniger schlimm. Er sticht wirklich immer noch auf diesen Tabak ein. Der ist schon tot. Luft dann hineinziehen kann. Was heißt das? Oh, jetzt sind wir wieder bei 21 Gramm. Du weißt, dass wir auf Zeit arbeiten. Ich weiß. Genau. Ich habe sogar noch 3 Minuten. Ja, okay. Ist das so abgenommen vom TÜV? Du weißt schon, dass du nichts brauchst. Noch ein bisschen verteilen? Ja. Was? Marvin? Nee. Sagst du? Nee. Ich würde sagen, ist abgenommen. Nee! Bier kann man rauchen. So, jetzt nimmst du den. Meerlochköpfe müssen verdichtet sein. Das hat sich Robin auch gedacht. Hey, wieso hast du da ja gesagt, Lisa? Ich habe dann aufgegeben. Ah, stark, Digga. Ja, ja, du musstest den ja rauchen, ne? Ich habe wirklich starke Schmerzen. Ich auch, Flender. Ich auch. Dieser Part, als er da reingedrückt hat und Lisa sagt nichts. I died. A little inside. Was ist denn da drauf? Nein, Rand, Lisa, Rand. Genau. Mhm. So kennst du das doch, so hast du das doch schon gesehen. Ja. Genau so, da bin jetzt ich mir oh Gott, da hängt noch ein Kilo Tabak dran, Digga. Hast du super gemacht. Wir melden uns da. Weiß ich ja nicht, Lisa, weiß ich ja nicht. Also Robin wirkt wie ein netter Kerl, ne? Aber Köpfe bauen will ich ihn nicht lassen. Hallo Marvin. Hallo. Wir melden uns zurück, so. Ihr habt den Kopf jetzt gekostet. Er ist akzeptabel rauchbar. Er ist akzeptabel. Man hat eine Rauchentwicklung. Das liegt bestimmt auch daran, dass er Dahlia ist. Aber man hat wenig Geschmack. Durchzug. Also. Von der Rauchentwicklung her sieht es wirklich gar nicht so schlecht aus. Liegt natürlich auch an der Cosmo Bowl. Mhm. Ich liebe diese Cosmo Bowl einfach. Ja, Cosmo Bowl ist einfach damit geil. Da muss ich auch bald anfangen, noch Namen zu vergeben. Jetzt auch noch die Köpfe. Perfekt. Für Köpfe. Ja, für Köpfe. Wie viele Köpfe hast du, Lisa? Das haben einen Namen. Köpfe haben einen Namen. Bis jetzt so. Also die Logik macht schon Sinn. Kann man, ne? 23, perfekt. Erstmal 40 Namen insgesamt merken. Stark. Nur Turbine bleibt Turbine. Das ist ein bisschen, also wenn, dann muss man auch durchziehen, Lisa. Also entweder hat die Turbine jetzt auch einen Namen oder ich bin raus. Meinst du eine Fuchsack-Turbine? Nein. Die Turbine. Die Turbine. Die Turbine. Ja. Die Turbine? Dann herzlichen Dank für das Video, dass wir dieses drehen durften. Ja, vielen Dank, dass ihr es gedreht habt. Und sagt Robin ganz liebe Grüße. Ich hoffe, er bleibt beim Motorsport. Entschuldigung. Für meinen 1A Super Kopfbauer. Es wird. Ab sofort baust du bitte öfters Köpfe. Übung kann er gebrauchen. Und legst dir bitte eine Shisha zu, ich glaube. Ah, ich bin für den Motorsport, Robin. Ich bin für den Motorsport. Aber falls du Kopfbau-Tutorials sehen willst, ich kann dir einen super Channel empfehlen. Der hat tatsächlich schon den einen oder anderen Kopf, wo er dir zeigt, wie man den gut baut. Ich hab gehört, das hat manchen Leuten geholfen. Für Marvin ist das auch ein Skandal. Ich hab's. Ja. Ja. Hast du recht. So ein Shisha-Raucher. Ich hab auf der Shisha-Messe welche gesehen gehabt mit Federn und Doom-Lager oben drauf. Shikawa, Robin. Shikawa. Das, wenn du Motorsport magst, wird das deine Pfeife sein. Oder Mamai Custom. Auch gut. Ich als Autofanatiker hab mich dann sofort in diese Shisha-Sorten verliebt. Mamai Custom. Shisha-Sorten. Ach Gott, ist es süß. Lieb gehabt. Eine Shikawa, das habe ich letztens. Ah ja, guck mal, Lisa weiß schon Bescheid, natürlich. Ich habe schon gefragt, was er davon hält. Shikawa. Ist eine russische Pfeife. Alter, ich liebe aber auch wirklich die Dynamik zwischen den beiden, ne? Robin genauso sprach wieder wie ich.
Shikawa. Das ist ein russischer Pfeifer. Mic drop an der Stelle von Lisa. Ich sag dann mal. Ciao. Tüdelü. Bye, bye. Also Robin, überleg dir das nochmal. Das mit dem Motorsport liegt dir hoffentlich besser als der Kopfbau. Am Ende sah es ja ganz geil aus. So, hat ja geraucht. Lisa hat gesagt, hat auch okay geschmeckt, I guess. Also es war zumindest nicht scheiße. So, das ist ja schon mal gut, ne? Also, die Shishas heißen, Doppelpunkt, okay. Wie heißen Lisas Shishas? Respekt, dass er mitgemacht hat. Ja, true, true. Da auf jeden Fall Props. So, jetzt bin ich noch gespannt auf die Liste. Röhrig, Werner, Eckart. Eckart kennen wir ja schon. Hildegard kennen wir schon. Und die Eva kennen wir schon. Und die Elsa kennen wir auch schon, genau. Elsa, okay. Aua. Aua. Da war mein Ellbogen. Laura, Erika, Eva, Karl, Sven, Maria, Lea, ist kein Olaf dabei. Okay, Lisa, schreib uns das nochmal in Ruhe in einer Nachricht. Wir gehen rein in den nächsten Clip. Und zwar von Michael. Und Michael hat auch mitgemacht bei Community Kopfbau. SWG, Community Kopfbau. Rookie-Version. Erstmal sehr, sehr schön hier, Digga. Sogar noch mit Intro und so. Lecker. Sehr schön. Freue ich mich, dass ich da hier teilweise auch noch so nochmal die extra Schippe Mühe obendrauf. Okay, Rookie Edition heißt, er hat gesagt, ich bin mir noch nicht 100% sicher beim Kopfbau. Ich hätte da gerne mal Tipps. Also, wir verzeihen viele Fehler, weil es tendenziell natürlich die Anfängerkategorie ist. Und wir versuchen, hilfreiche Tipps zu geben, was man vielleicht bei dem Kopfbau noch besser machen könnte, wenn wir jetzt irgendwas sehen, so, da wurde zu dense gebaut oder da wurde vielleicht auf der einen Seite höher gebaut als auf der anderen. Wir gucken uns an, was er macht. Und versuchen noch hilfreiche Tipps zu geben, damit die Köpfe noch geiler werden bei ihm. Ja? Das ist unsere Mission. Community Kopfbau Season 4, meine Freunde. Mein Name ist Michael. Moin Meister, Digga. Chillig. Ich mag cleane Wohnungen sehr. Die ist mir fast ein Ticken zu clean, aber ich mag es schon sehr. Ich bin mir auch fast sicher, dass das nicht alles hier so steht normal. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, wie clean und aufgeräumt und schön die Wohnung ist. Das ist bestimmt jetzt schön trapiert für den Community-Kopfbau. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die Pfeifen da stehen, aber der Rest vielleicht schön weggeräumt. Ich bin sowas von hyped auf diese Season und ich hoffe, ich schaffe es in die Clips mit rein, da ich... Hallo, Sie haben es in die Clips geschafft. ...doch noch einige Fragen zwecks Kopfbau habe. Aber ja, mal sehen. Ich rauche jetzt gar seit einem Jahr und ein paar Monate Intensivpfeife. Ich wollte gerade sagen, da steht doch auch schon einiges Gescheites rum. Was haben wir hier? Onmo, wir haben Kalauts... Wir haben Mose Epos, wir haben Hooker Squeeze, wir haben Tabak, sogar also mehrere Marken und Co. Wir haben eine Viro und Mose Noir. Wir haben eine Viro Spectre. Wir haben die The Hooker und wir haben eine VUCA. Es müsste ja nicht komplett nur blutige Anfänger sein. Also in die Rookie-Kategorie kann meiner Meinung nach jeder, der zum Beispiel auch vielleicht einen neuen Kopf hat oder so, wo er sich noch nicht 100% sicher ist, wie baue ich den denn, ich hätte da gerne nochmal Tipps oder so, oder das läuft bei mir noch nicht so, weißt du, vielleicht haben wir Leute dabei, die sagen, ich rauche zwar schon 2 Jahre, aber ich habe immer auf Abstand gebaut und jetzt wollte ich mal mit Kontakt rauchen und das hat noch nicht so gut funktioniert und da hätte ich vielleicht gerne nochmal einen Tipp dazu. Also ist ja vollkommen fein, auch wenn Leute schon ein bisschen mehr haben und auch schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, wenn die sagen, jo, aber das, das und das, das läuft bei mir noch nicht so gut. Und da hätte ich gerne nochmal, dass jemand drüber guckt. Also, ne, ihr müsst nicht komplett blutige Anfänger sein, um in der Rookie-Kategorie mitzumachen. Wie ist es dazu gekommen? Ich will die Shisha-Läden jetzt in der Umgebung nicht schlecht reden. Versteht mich da nicht falsch. Ja, die meisten sind shit. Also, ist leider traurige Wahrheit, ne? Also, ich meine, die Rate an guten Shops wird zum Glück immer besser. Aber es gibt halt immer noch super viele Shisha-Shops, die halt nicht viel Ahnung von Shisha haben, leider. Ich weiß jetzt nicht, wo er herkommt, aber ja. Ist leider so, ne? Aber ich war mit dem Endprodukt nicht wirklich zufrieden. Und deswegen wollte ich mir schon immer eine eigene Pfeife holen und meine Köpfe selber bauen, weil ich wusste, geil, wenn da irgendwie was nicht passt, kann ich es einfach ausbessern. Und ja, im Shisha-Shop gestaltet sich das ein bisschen schwieriger. Aber dann Shisha-Bars? Was rauche ich denn aktuell? Eigentlich alles. Tendenz eher auf Dark Blend aktuell. Ah, ja. Dark Side Banane ist so mein To-Go-Tabak. Der ist... Der Bärenpapa, der ist wirklich geil. Ich muss kurz an die Kohle. Geisteskrank und ansonsten rauche ich gerne Cola. Nur das Ding hier ist, die, was ich bis jetzt probiert habe, haben mich nicht wirklich geflasht.
Und der Dark Side Cola, der eigentlich ziemlich gut sein soll, der ist irgendwie immer vergriffen. Ja, das ist doof. Kopftechnisch habe ich eigentlich auch so die gängigsten hier, also Oblako. Oblako, Litlip, Amphora. Dann habe ich hier einmal den Litlip, den Amphora, der sehr, sehr nice ist, aber den rauche ich irgendwie nie oder nutze ich nie. Der von Mose, der Mose gefällt Epos. Mir sehr. Dann haben wir ein paar von Viro hier, Low Load und der Popo darf natürlich auch nicht fehlen. HMD-technisch habe ich eigentlich alles hier, was man braucht zum Überleben. Oh ja, stimmt, also viele verschiedene. Onmo, Kalaut und den Nagrani. Ja, wir haben Onmo, den von Viro, den Nagrani und zwei Kalauts. Einmal in Silber und einmal in Blau. Pfeifentechnisch habe ich hier einmal der Wuka. Dann einmal der Hooker, einer meiner ersten Pfeifen. Und zweimal hier eine Viro auf zwei verschiedene Bowls. Ich glaube, die schwarze ist eine Collabo gewesen, aber bin mir da unsicher. Ja, Mose und Viro Noir, so heißt die Pfeife. Und war eine Kollaboration zwischen Viro und Mose. Die Pfeife, die ich dann jetzt gleich baue, die ist nicht hier, die ist ein bisschen special. Die habe ich von meiner Frau gestern geschenkt bekommen. Die trocknet gerade nur. Cute. Also würde ich mal sagen, wir sehen uns gleich beim Kopfbau. Ist ja süß, wie glücklich er das auch gesagt hat. Seid gespannt. So, sind wir back beim Kopfbau. Ja, im Kopf ist schon was drinnen. Ich habe total verpeilt, dass ich am Aufnehmen war und habe irgendeine Scheiße dann gelabert und musste neu anfangen. Aber ich wollte jetzt auch nicht alles nochmal rausnehmen, wäre irgendwie eine Verschwendung. Deswegen verzeiht mir das auf jeden Fall. Ja, aber ja, gerade mit der Paste wäre natürlich nervig gewesen. Ne? Also wir haben schon ein bisschen Paste drin und so ein paar Tabakflocken noch, aber das geht ja. Heute gibt es bei mir eine Dreierkomponente, der Darkside Banane, wie gesagt, mein To-Go-Tabak. Von Aquamenta habe ich hier den Black Achai und für die fruchtige Note den Guava von Aino. Ich tue mal gerne noch so eine Paste rein, da habe ich den Milky Crunch von Space drin, ist auch ziemlich nice. Milky Crunch. Und wild. Ja, fangen wir gleich mal an. Wir kennen es noch allzu gut. Marv predigt es immer wieder. Immer schön gut mischen, auch wenn hier nicht mehr allzu viel drin ist, dass sich alles schön. Ihr solltet euren Tabak stets gut mischen und ordentlich verteilen. Ich predige das immer. Stimmt. Und ja. Okay, also auch schon alles in der Schale gemixt oder ist das jetzt nur der Dark Side? Sieht stellenweise irgendwie sehr hell aus, oder? Warum jetzt hier dieser Triple Mix? Also pur Banane tatsächlich rauche ich nicht gerne. Ich will immer schon ja, so eine fruchtige Note dabei haben, sage ich mal. Gefällt mir immer und ich weiß nicht wieso. Ich habe jetzt schon öfters mal versucht, komplett ja, im Kopf da. Okay, es ist nur der Dark Side. Krass, sieht irgendwie komisch aus, oder? Vielleicht auch, weil der Deckel da so durchscheint oder so? Ich weiß nicht, ob ich einfach zu schwach bin, aber... Geht einfach nicht. Wäre mir eigentlich auch an sich zu stark und deswegen... Ist ja okay. Ist ja okay. Mix ich mir den auch. So, ein bisschen... Also das Erste, was mir auffällt, du drückst ziemlich stark, während du den Tabak in den Kopf streichst. Ich benutze zwar auch die Kante, um den Tabak dann von der Gabel abzustreichen, aber ich würde schon trotzdem darauf aufpassen, dass der Tabak sehr fluffig liegt, weil, ja, also man sieht es jetzt nicht so gut... Aber so wie ich es erkenne, würde ich sagen, ist der hier schon sehr, sehr komprimiert oben. Also da würde ich vielleicht gucken, dass du noch einen Ticken fluffiger baust. Vor allem schon vor dem Verteilen. Black Achai, auch geiler Tabak von Aquamenta. Und dann haben wir noch hier von Aino den Guave rein. Da habe ich mehrere auch schon probiert. Einer meiner Favoriten mit. Ich weiß nur nicht, weil viele immer sagen, das sieht schon ein bisschen besser aus. Regelung kam, dass der Dry Base oder die Dry Base Version ein bisschen anders schmeckt tatsächlich, ja, wie die vorherigen. Müsste ich mal testen, weil aktuell habe ich noch sehr viel Dry Base hier, deswegen, ja. Okay, soweit so gut. Das wäre auch jetzt schon an sich mein... Ach, ich hätte es gerne einen Ticken größer, ne? Man erkennt leider nicht so viel. Kopfbau. Ich würde jetzt alles ganz sauber machen, gut. Teilen. So ein bisschen Kamerabonus, dass alles auch schön anschaulich ist. Also man sieht es halt leider nur sehr klein. Aber von dem, was ich sehe, würde ich jetzt erstmal sagen, es sieht so aus, als wären der Darkside und der Aquamenta niedriger als der Aino. Wobei, also wir sind ja auch noch nicht fertig. Gucken wir erstmal noch weiter, ne?
erstmal weiter verteilen lassen, bevor wir hier voreilige Schlüsse ziehen. By the way, man hat es ja schon gesehen, welche Bowl ich nutze, also die Alpha Bowl. Vielleicht kommen einige jetzt schon drauf, was für eine Pfeife ich nehmen werde. Ja. Wie ja schon erwähnt, von meiner Freundin, von meiner Frau geschenkt bekommen. Ich war echt verblüfft, wo ich das gesehen habe. Ist schon cute. Erstmal neu verliebt und so. Das hört dann natürlich auch die Frau gerne, wenn sie das dann im Video hört. Okay, das Blatt stört mich hier extrem. Das ist ein Riesendings. Das ist, glaube ich, Bayern-Area, oder? Mit diesem Riesen. Mit diesem leicht gerollten Riesen. Ah, fair enough, ne? Wenn da irgendwas im Weg ist, was irgendwie ein bisschen widerspinstig ist, kann man es natürlich noch austauschen. Ich hoffe, er zeigt uns den Kopf gleich nochmal näher. Und vielleicht auch mal aus ein paar verschiedenen Winkeln. Gleich mal weg, sonst rastet Frau natürlich aus. Naja, das wollen wir nicht. Auch nochmal über den Rand. Ja. Okay, sehr gut. Okay, aber ich glaube, ich sehe schon ein paar Sachen bei dem Kopf, wo wir auf jeden Fall drüber reden können. Ich bin da wirklich super pingelig und habe da voll den Kick. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich da immer so ein paar Blätter sehe an den Seiten, triggert mich das komplett und ja, dann muss ich das alles wieder schön machen. Gut, das wäre an sich mein Kopfbau. Zeig nochmal näher. Dann würde ich sagen, rauchen wir den gleich mal an. Nein, zeig nochmal näher. Oh, ich habe das Gefühl, wir sehen ihn nicht nochmal näher. Schade. Okay, also, dann müssen wir das irgendwie anhand von diesen Bildern machen. Also, was mir auffällt, du arbeitest sehr vom Funnel auch weg. Ja, das heißt, mein erster Tipp wäre, also erst fangen wir erstmal bei den Basics an. Tipp Nummer 1, für mich sieht das ein bisschen so aus, als wäre die Höhe von dem Tabak im Depot sehr unterschiedlich. Es sah auch so aus, als ob der Darkside und der Aquamenta deutlich denser sind, also deutlich mehr gedrückt, deutlich kompakter sind, als jetzt zum Beispiel der Pfeifentabak von Aino. Klar haben die einen unterschiedlichen Schnitt und eine unterschiedliche Feuchtigkeit, das heißt, es geht nicht immer perfekt so, wie wir das haben wollen. Du solltest aber trotzdem beim Kopfbau versuchen, das möglichst so hinzubekommen, dass sie ähnlich sind. Insofern das natürlich mit den Tabakgegebenheiten dann funktioniert. Plus, dass so viel freigelassen wird, vor allem hier die Area, sieht schon sehr stark danach aus, als ob da praktisch ein Riesenloch wäre. Also genau diesen Bereich hier, da hätte man wahrscheinlich nochmal eine Gabel mehr Tabak nehmen können. Insgesamt ist es relativ niedrig, wenn du auf Abstand rauchen willst, aber vollkommen fein. Trotzdem sollte der Tabak überall die gleiche Höhe haben. Ne? Also egal, ob du Abstand, Noppenkontakt oder Vollkontakt machen willst, sollte der Tabak gleich hoch an allen Stellen sein. Vielleicht hast du das auch gemacht und es sieht nur so aus, aber das wäre jetzt eben, was mir auffällt. Also, gleichmäßig hoch und gleichmäßig verteilt gebaut und auch die gleichmäßigen Eigenschaften. Wenn du auf der einen Seite den Tabak sehr, sehr fluffig liegen hast, dann willst du das auf der anderen Seite auch. Du willst nicht in einem Kopf, vor allem in einem Funnel, weil beim Mehrloch geht es auch schlecht, auf der einen Seite super dense gebaut haben und auf der anderen Seite super fluffig gebaut haben. Ne? Also das wären jetzt, leider sieht man den Kopf, wie gesagt, relativ klein und nicht so gut, aber von dem, was ich sehe, wären das wahrscheinlich die Tipps, die ich da als erstes geben würde und angehen würde und probieren würde. Sehr an den Seiten triggert mich das komplett und dann muss ich das alles wieder schön machen. Oh, ich habe die Pfeife gesehen. Kai, du bist Fan. Das wäre an sich mein Kopf. Drauf zeigen wir mal die Pfeife. Das ist die El Bomber Sansara. Er hat uns so hops genommen mit dem Alpha-Kopf. Er meinte, wegen Schwarz und Rot. Und ich dachte natürlich, er hat eine Alpha. Aber es ist eine El-Bomber. Einfach nur geil. Und die sieht schon sehr, sehr wild aus. Die hat sich Kai vor kurzem geholt. Und vor allem dieser Kohleteller, Digga. Halt dein Maul, ist dieser Kohleteller schön. Teller wirklich sehr, sehr schön. Ja. Dazu noch die Alpha-Zange von El-Bomber. Ja, es. Hä? Aber die ist von Alpha. Genau wie der Kopf. Oder dachte er jetzt wegen dem gleichen Design? Ja, SWG-Zange habe ich jetzt nicht hier für 10% mehr Durchzug, aber. Rauch. 10% mehr Rauch gibt die. Ist übrigens nicht wissenschaftlich bewiesen und ein absoluter Insider und einfach nur ein Joke, aber 10% mehr Rauch. Gut, sind wir back. Rauchen wir das gute Stück mal an gleich. Boah, die Pfeife ist wirklich Banger, Digga. Okay, das sieht doch jetzt schon ziemlich geil aus.
Wieso habe ich mich jetzt für die Rookie Challenge entschieden? Es ist eigentlich immer so, dass wenn ich einen Kopf baue. Wie idyllisch mit dem Glockenläuten im Hintergrund. Wenn Freunde zum Beispiel gleich sagen, boah, der ist zu hart oder die husten direkt. Ich habe auch jetzt nur mal Virginia gebaut, aber Fazit war immer das gleiche. Und irgendwann krass. Zweifelt man dann doch, boah, baue ich überhaupt gescheit oder wo. Also es sah schon gut aus, ne? So ein paar Sachen habe ich schon gesehen, wo ich sagen würde, so, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Platz nach oben, da ist noch Potenzial am Start. Ja, aber es sah okay aus. Ich hoffe, du, Marvin, kannst mir da vielleicht irgendwie helfen oder die Community. Und ja. Ich hoffe es. Probier gerne mal die Tipps aus, die ich beim Kopfbau gegeben habe. Und ich hoffe, maybe helfen die schon, ne? Wäre geil. Die Vespa hat auch Bock auf Community-Kopfbau. Die Rauchentwicklung ist ziemlich gut, würde ich mal jetzt sagen. Die ist gut. Gut. Auch noch Luft nach oben, würde ich sagen. Aber die ist gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Safe. War ein geiles Video. Ja, beim nächsten Mal. Kuss fürs Einsenden, Digga. Und sag uns gerne mal im Livestream Bescheid. Hey, haben die Tipps geholfen? Hast du noch ein bisschen rumprobiert? Ist es besser geworden? Sag gerne mal Bescheid. Ja, Kuss. Vielen Dank fürs Einsenden wieder. An alle, die mitgemacht haben natürlich. Und an Follow übrigens. Wenn ihr da mal live dabei sein wollt, guckt gerne im Stream vorbei. Dienstag, Donnerstag, Sonntag, 19 Uhr, YouTube und Twitch. Schaut gerne mal vorbei. Und dann machen wir live eine Runde Community-Kopfbau. Oder wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.